regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Hüttenzauber pur kann man nun wieder in Zwickaus urigster Après-Ski-Bar, dem Wilden Hirsch, erleben. Wir waren für Sie zur Saisoneröffnung am gestrigen Donnerstagabend vor Ort. Seit gestern ist der Wilde Hirsch am Kornmarkt der Party-Geheimtipp in Zwickau. In der, wie man sich selbst bezeichnet, urigsten Après-Ski-Bar der Stadt setzen die Betreiber Anja und Jens Escher neue Maßstäbe. Ja, wir haben die Draufgänger eingeladen, die waren ja in den Top Ten. Und da haben wir gesagt, wir wollen für Zwickau was tun und einfach eine geile Party feiern zur Saisonstart vom Wilden Hirsch. Und da haben wir gesagt, lass uns heute mal richtig krachen. Wir haben alles gegeben, um unsere Gäste glücklich zu machen und einfach in die neue Saison einzusteigen und einfach nur tolle Partys zu haben. Wir haben jetzt bis 5. Januar täglich auf. Wer zu euch kommen möchte, wie findet ihr euch, wie kriegt ihr Karten oder wie kommt ihr hier ran? Es ist immer kostenlos, jeden Tag, und Sie können kommen und einfach Party machen. Also wir machen das einfach aus Liebe zum Detail und wollen einfach die Zwickau glücklich machen und dass ganz einfach Zwickau mehr belebt wird, dass endlich mal was passiert in Zwickau. Deshalb sind wir da. Die Draufgänger, die zurzeit angesagteste Schlager- und Volksmusikband Österreichs, sorgten am gestrigen Abend für ein volles Haus. Wir baten die sympathischen Musiker vor ihrem Auftritt zum Interview. 2001 wurde die Band ursprünglich gegründet und 2007 seid ihr ins Finale des Grand Prix der Volksmusik gekommen. Ist das richtig? Das stimmt, ja. Aber da war ich noch nicht dabei. Aber ich war dort noch Fan. Ich bin jetzt das dritte Jahr dabei. Aber vielleicht kann der Albert was erzählen. Er war von Anfang an Gründungsmitglied und vielleicht kann er was erzählen. Dann erzählt uns mal, wie das alles angefangen hat. Ja, ursprünglich war es einfach eine Kinderband mit dem Ziel, dass wir gemeinsam musizieren. Wir haben dann immer wieder unsere Ziele erweitert. Ich meine, dass wir so weit kommen und jetzt das machen, was wir immer wollten, ist einfach kein Traum. Aber schön, dass das geklappt hat. Und jetzt sagt uns mal, was hat es denn mit der Cordula Grün so auf sich? Du, nix eigentlich. Das ist nur eine nette Dame und da gibt es halt jetzt einen Song darüber. Toll, oder? Ja, es gibt einen Song, wo jeder mitsingen kann. Jetzt sagt mir, was ist das Geheimnis, dass so dieser Hauch von Volksmusik die jungen Leute so anmacht? Ja, ich glaube, das ist eigentlich die Authentizität, dass wir einfach ja, so Musik machen, die uns halt auch gefällt. Und ja, ich glaube, das kommt halt sehr gut an. Wie geht es weiter noch in diesem Jahr und was habt ihr für nächstes Jahr vor? Wir haben einiges geplant, aber am wichtigsten ist, dass am 17. Jänner unser neues Album rauskommt, wo wieder viele, viele coole Lieder drauf sind. Das Album heißt Grün und die erste Single daraus ist schon erschienen und da kommen noch viele, viele coole Lieder nach. Also schaut einfach auf unserem YouTube-Kanal vorbei, da könnt ihr das anschauen und natürlich auch auf Instagram und Facebook, die Draufgänger. Mit ihren Nummer 1-Hits Hektar, Gina Lisa, Pocahontas und schließlich Cordula Grün brachten die jungen Musiker die Stimmung im Wilden Hirsch zum Kochen.